Ah, hallo. Ja, es gibt mich auch noch. Lange kein Video mehr gemacht, aber jetzt geht's weiter. Ich habe mir eine Dekopiersäge gekauft und da möchte ich jetzt mein Projekt starten. Also ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier mal so Dekoherzen gemacht und da mache ich jetzt noch mal eins von. Auf geht's. Hier aus dieser Zeitschrift Feinschnitt. Die hat mir der Herr Holger Graf zur Verfügung gestellt. Und genau, da sind die ganzen Vorlagen drin. Die habe ich mir jetzt kopiert. Und das klebe ich jetzt mit Sprühkleber auf ein Stück Holz, was in der Größe passt. Um das in der Mitte ausschneiden zu können, brauche ich eine Bohrung. Die setze ich mir hier oben in die Ecke. Für die Mitte muss ich jetzt das Legeblatt rausnehmen, fädel das jetzt hier durch und spanne es wieder ein. Die Kanten, die breche ich mit Schleifpapier, die nicht so scharfkantig sind. Jetzt habe ich mir diesen Stoff rausgesucht und den werde ich wieder mit Sprühkleber auf das Holz kleben. Erstmal klebe ich es auf die Fläche, dann schneide ich es außen noch ein. Und presse das Äußere auf das innere Herz. So, dann hatte ich mal wieder den Ton aus. Also einfach drüber gestülpt und fertig ist das Herz. Also ich mag es lieber, wenn das ein bisschen hoch steht, denn durch den Stoff entsteht so ein kleiner Radius. Ja, da haben wir es schon geschafft. Das Deko-Herz ist fertig. Das hatte ich ja vorher schon gemacht. Oh, jetzt habe ich ein linkes und ein rechtes, sehe ich gerade. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und zum Abschluss wollte ich noch sagen, was ich noch für Projekte geplant habe für dieses Jahr. Ich habe jetzt längere Zeit kein Video gemacht. Das letzte war ja das mit dem Feuer machen. Das hat mir auch Spaß gemacht, mal so draußen was zu machen. Wenn ihr mögt, könnt ihr ja nochmal an der Abstimmung teilnehmen, wie ihr sowas fandet. Ansonsten habe ich jetzt als nächstes geplant ein Video über die X-Carve, die ich jetzt fertig zusammengebaut habe. Und dann bin ich gerade dabei, ein Wasserrad zu bauen. Habe ich da am Fluss mir aus Sperrholz was zusammengebaut. Das dreht sich schon, das macht mir auch Spaß. Da möchte ich jetzt gerne so mit Zahnrädern was machen. Da kommt mir natürlich die X-Carve sehr gelegen, dann kann ich die Zahnräder ausfräsen. Ja, ich habe auch schon ein paar andere Sachen mit der Dekopiersäge gemacht.
Spiel mit Zahnrädern, das auch in der Zeitschrift drin ist. Also sind die, ich will jetzt, ja, ich muss sagen, das mit der Dekoriersäge, das macht mir auch schon Spaß. Also das hatten wir jetzt hier mit dem Herz. Und also hier ist es mit den Zahnrädern. Da habe ich auch schon so ein Spiel gemacht. Ach so, ja, da könnt ihr mal auf meiner Homepage gucken. Da habe ich Bilder davon. Da habe ich jetzt angefangen, so Werkstatt-Tagebuch zu führen. Ja, könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.